Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum nächsten Top 10 CSGO Skins Liste. Heute sind die Desert Eagles dran. Wir fangen wieder auf Platz 10 an und arbeiten uns dann auf Platz 1 hervor. Auf meinem 10. Platz ist die Desert Eagle Pilot. Sieht nicht sehr besonders aus, aber irgendwie schon so ein bisschen, ne? Mit diesen goldenen Akzenten ist halt auch der 10. Platz. Da kann man nicht so viel erwarten, ne? Recht unbesonders, aber halt trotzdem schick. Auf meinem Platz 9 befindet sich die Desert Eagle Urban DDPAT. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, über dieses Muster, dass es mir sehr gut gefällt und dass es eben so heißt, DDPAT. Ihr wisst sicherlich auch, wie das ausgeschrieben heißt. Ich weiß das nicht, aber ihr könnt es sicherlich ganz schnell herausfinden. Wobei es auch nicht extrem wichtig wäre. Es ist halt eben dieses coole Tarnmuster in Minecraft-Optik halt. Keine Ahnung. Der 8. Platz ähnelt dem 9. Platz sehr stark. Ach shit, ich muss doch die Shader anmachen. Und da erscheint sie im vollen Glanz. Eine Cobalt Disruption. Sieht ähnlich aus wie die DDPAT, nur eben in blau. Glänzend. Kobalt halt. Ich weiß, er fragt jetzt, hey, diese USP oder welche, das war die ganz blau war. Warum gefällt dir die nicht? Aber die Waffe hier gefällt dir. Weil es halt so ist. Und jetzt ich habe die Preise ganz vergessen zu sagen. Diese Pilot kostet Factory New 33,93 €. Diese kostet in FN 3,64 €. Die Preise sind von CSGO Stash, wie immer. Und die Cobalt Disruption kostet 6,98 €. So, jetzt können wir weitermachen. Auf Platz Nummer 7 befindet sich die Desert Eagle Hypnotic. Die ist nice, ne? Vor allem wirkt sie erstmal auch recht weiß. Ich glaube, sie ist nicht weiß. Wenn man diese schwarzen Kreise wegnehmen würde, dann ist sie einfach nur sehr silber. Aber sie wirkt dadurch halt eben weiß. Wegen dem Schwarz-Weiß-Kontrast. Und dieses Bullseye, das da drauf gemalt ist oder zumindest angedeutet ist, gefällt mir auch sehr gut. Sehr schick. Mit der Hypnotic kann man jeden Gegner in den Tod hypnotisieren. Die fallen einfach um, ist egal, muss gar nicht schießen. Lass gut sein. Dieser Skin kostet in FN 13,51 €. Falls ihr Preisverbesserungen habt, könnt ihr auch gerne raushauen. Wir haben schon festgestellt, dass CSGO Stash ab und an irgendwie teurere Preise angibt. Es kann aber auch einfach am Tageskurs liegen. Also ich habe vor längerer Zeit für fast alle Pistol-Skins eben die Listen gemacht und nach Wochen können sich die Preise ja ändern. Also ja. Der nächste Platz belegt die Midnight Storm. Sie ist zwar nur ein dunkelblauer Skin oder hell, also naja, fast schon grau, aber ich finde das Bild so edel. Sie sieht schon so aus, was ihr Name eben verspricht. Es sieht aus wie ein nächtlicher Sturm, entweder im Wasser, also das sind hier Wellen, oder es sind Ländereien und oben drüber sind halt eben die Winde oder furzende Leute oder sowas, ich weiß es nicht, aber ich finde den Skin echt richtig schick. Der könnte mindestens ein Purple Skin sein oder zumindest blau und nicht nur graublau. Ich weiß auch nicht, die Leid halt, ne, heutzutage. Pff. Für 3,62 € hat man diesen Skin in FN in seinem Besitz. Kommen wir nun zur Desert Eagle Hand Cannon. Im ersten Moment sieht sie nicht sonderlich edel aus. Also so die erste Trilli-Milli-Billi-Sekunde. Aber dann, wenn man diese, ich sag jetzt mal, Flecken richtig betrachtet, die sich hier überall entlang ziehen, wie eine alte Waffe, über die Öl gekippt wurde oder sowas. Das finde ich richtig schön. Eine Waffe, die im Schrank lag und auf die Öl getropft ist oder sowas. Und das ist dann so runtergelaufen und der Kerl nimmt die einfach aus dem Schrank raus und legt dann los. Wenn die so einen schönen Float hat und so einen schönen Verschissel-Manissel-Bittissel, ich kenne mich da ja nicht aus, dann ist sie bestimmt noch fetter. Darum hat sie auch ihren Preis. Ich glaube, sie ist auf meiner Liste der teuerste, nee, nicht ganz der teuerste, aber der zweitteuerste Skin. Sie kostet 53,64 €. Und schon sind wir auch bei dem nächst teureren Skin angelangt. Wie scheiße, warum sind da jetzt Sticker drauf? Eine Sekunde. Oh, Sticker los. Die Desert Eagle Blaze. Ähnlich wie die Re-Entry. Alles, was so vorne diesen Schuss mit Flammen andeutet, die nach hinten gehen, pff, hat auf jeden Fall gewonnen, oder? Das ist übrigens auch der teuerste Skin hier auf meiner Liste mit 61,05 € in Factory New. Diese hier ist jetzt nur Minimal Wear. Aber ich denke, zum Zeigen reicht das allemal. Auf der Factory New Waffe sind eben Sticker drauf. Die wollen wir jetzt ja nicht. Da waren zu viele drauf, um die sich einfach nur wegzudenken. Da sieht man die Waffe ja nicht mehr. Guck mal, die Flammen gehen sogar hier unten lang. Und da hinten sind auch noch welche drauf. Wobei mich das jetzt wundert. Also ich finde, die sollten hier oben dann schon noch ein Stück entlang schlagen, wenn sie auf einmal auch da hinten sichtbar sind. Aber naja, so kleine Schnitzer kann man ja mal erlauben. Kostet ja nur 60 €. Nun folgen wieder meine Top 3. Ihr könnt an dieser Stelle das Video wieder anhalten und euch überlegen, welche Skins wohl auf meinem 3., 2. und 1. Platz liegen. Und ihr könnt eure eigene Liste vervollständigen. Also eure eigene Top 5, Top 10 oder Top 3, je nachdem wie viel Zeit und Lust ihr habt. Würde mich interessieren. Und natürlich könnt ihr auch gerne was zu meiner Liste sagen, ob ihr es so ähnlich seht oder Lirum Larum. Auf meinem 3. Platz befindet sich die Desert Eagle Directive. Die sieht so krass aus. So, gerade für detailverliebte Menschen, wie ich auch einer bin, ist diese Waffe doch wirklich der Burner. Guckt euch mal diesen krassen Detailgrad an, wie viele Dinge es hier zu entdecken gibt. Alles in allem sieht sie nicht so extrem bombig aus. Das könnte die Waffe von Robocop sein oder sowas. Aber da ich auch Robocop-Fan bin, haut die natürlich ordentlich rein. Das ist eine schicke Waffe. Die erinnert mich auch immer an so alte PlayStation 1 und PlayStation 2 Spiele, wenn man Ego-Shooter gespielt hat, die so ein bisschen Robotic-Future-mäßig angepimmelt waren. Da ist man immer mit solchen Waffen rumgerannt. Und das ist Kindheit für mich. Diese Waffe kostet in Factory 7,63 €. Abgehakt. Ich hake mir die immer auf meiner Liste ab, dass ich und sowas, dass ich weiß, wie der Hase läuft. Und dann kann ich endlich wieder die Liste wegschmeißen. Da waren die CZ75s hinten drauf. Mit den Deagles bin ich dann mit den Pistols komplett fertig. Danach kommen dann, ah ne, die Revolver kommen noch. Ich habe hier noch meine Revolverliste und ich habe die Schrotflinten schon angefangen. Sobald meine Prüfungen rum sind, kann ich mich doch wieder gescheit drum kümmern. Da fällt mir ein, ich habe ja jetzt endlich Instagram.
wieder oder mal wieder. Ich habe mir es direkt zu Anfang mal geholt und da ging es nicht gescheit auf meinem Handy. Da habe ich ein Bild hochladen können und das war's. Und ich werde ständig gefragt wegen Instagram, ob ich es habe und wie ich da heiße. Also, mein Instagram-Name steht auch in der Videobeschreibung. Da stehen auch alle anderen Verlinkungen zu Twitter, wo ihr mich übrigens privat einfach anschreiben könnt. Das habe ich auch hier auf meinem Geschäfts-Smartphone. Da könnt ihr mich über private Nachrichten einfach, solange ich Internet habe, eben erreichen. Natürlich habe ich das Handy nicht 24/7 in der Hand. Aber wer eben privat mit mir texten will, der Chat ist ja genauso wie WhatsApp, da könnt ihr mich dann einfach privat anschreiben bei Twitter. Ich glaube, dazu müsst ihr mir folgen, aber das macht ihr eh schon alle. Und Snapchat habe ich auch. Auf Snapchat und auf Instagram heiße ich der Dummbabbler GK. Alles zusammengeschrieben. GK steht hinten für Günther Killer. Einfach, dass ihr Bescheid wisst. Auf Twitter heiße ich, glaube ich, genauso, wobei Twitter eh verlinkt ist. Also einfach unten die Videobeschreibung aufklappen, da habe ich hingeschrieben, hier könnt ihr mich erreichen. Das ist auch meine Facebook-Fangruppe oder wie das heißt. Eine Werbegruppe für YouTuber. Die Steam-Gruppe ist da, glaube ich, auch verlinkt. Da ist alles verlinkt. Also wenn ihr meine Steam-Gruppe wollt, wir sind übrigens fast 400 Leute. Fast 300 oder fast 400? Ich glaube, fast 400. Guckt das einfach mal durch, falls ihr irgendwie noch ein bisschen mehr Kontakt zu mir haben wollt, als nur über YouTube. Auf meinem zweiten Platz befindet sich die Desert Eagle Kunschberanzi. Ich überlege jetzt gerade, warum ich die hier auf meinem zweiten Platz stehen habe. Sieht gerade einfach scheiße, habe ich ein schlechtes Beispiel gewählt? Ich hatte die irgendwie so ein bisschen cooler in Erinnerung. Die könnte eigentlich direkt auf meinem Platz 9 hinter die Pilot gehen, ne? Warum habe ich denn die anders? Ich habe die komplett anders abgespeichert gehabt im Kopf. Also die kann man auf jeden Fall mit der Midnight Storm tauschen, würde ich mal so behaupten. Ja, pass mal auf, theoretisch könnte man die Kunschberanzi auf Platz 7 stellen und alle anderen eins nach oben rücken. Dann wäre die Directive auf dem zweiten Platz, die Blaze auf dem dritten, die Hand Cannon auf dem vierten, die Midnight Storm auf dem da irgendwo halt. Platz Nummer 1, er beginnt. Natürlich ist es, wie sollte es anders sein? Die Waffe mit dem Tier drauf. Mit dem Drachen. Oh. Zählen Drachen als Tiere? Ja, natürlich. Drachen sind der Echsen. Ah, die Konspiranzi, sie ist übrigens 2,52 € wert. So, das ist mein Platz 1. Der Drache sieht richtig cool aus. Er kommt auch selbst auf diesem recht hellen Hintergrund trotzdem sehr gut zur Geltung. Außer wenn sie zu extrem glänzt. Okay, da ist es vielleicht ein bisschen schwierig, ihn zu erkennen, aber hey. Und dieses lilane Griffstück macht es einfach on point. Es rundet es einfach komplett ab, das Gesamtpaket. Mit dieser Verschnörkelung hier und Verschnörkelung da und hier noch ein bisschen schnörkelt. Da hinten geht der Drache weiter. Hier ist sein Gesicht. Hier kann man den Abzug betätigen, da kann man durchgucken, also drüber hinweg gucken. Edel, hat sonst keine Waffe. Vor allem der Abzug ist einzigartig bei der hier. Und jetzt kann ich diesen Zettel schön durchstreichen, beidseitig nochmal kontrollieren, jawohl, jawohl, zerknödeln und in den Mülleimer schmeißen, herrlich. Jetzt habe ich nur noch diese Zettel hier, 6 Stück. Das sind meine Notizen für die Livestreams und hin und her. Den Skin von Ego Leipzig soll ich oder darf ich morgen übrigens wieder verwursten. Also er wollte ihn nicht, er hat zwar gesagt, ja, vielen Dank, aber hau ihn im Stream raus, vielen Dank an dich dafür. Das heißt, wir haben für morgen schon direkt eine Woman. Das ist eine USPS-Torke. Soweit, so gut. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mir fleißig eure eigene Top-Liste. Ich bin sehr gespannt, weil ich fand es bei den Deagles mittelschwer eigentlich. Also es ist mir gar nicht so leicht gefallen, da die Ordnung schnell aufzuschreiben, wie mir es bei anderen Skins also viel besser gelungen ist. Die Tage kommt ein sehr wichtiges Video. Da frage ich euch unter anderem, was für Skins ich auf einer gewissen Seite kaufen soll, bei der ich gepartnert wurde. Das Video wird aber dann also die Tage noch kommen. Da erkläre ich nochmal alles darin. Und natürlich sollen die Skins auch dann wiederum an euch gehen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass ihr da mitbestimmt, welche Skins wir eben kaufen. Ach ja, nochmal ein riesen Dankeschön an alle, die sich im Moment die ganzen alten Videos von mir anschauen. Einige von euch haben wirklich alte Perlen gefunden, unter anderem ein DayZ-Film, DayZ-Movie. Big Wollen und ich haben damals vor 2 oder 3 Jahren einen Film mit DayZ angefertigt. Der besteht aus 8 Folgen. Er hat sogar seine eigene Playlist. Ich hau die Playlist einfach mal hier unten noch unter das Video in die Beschreibung, falls ich es nicht vergesse. Und ja, voll viele von euch sind einfach jetzt unterwegs, ne, machen sich die Playlistenübersicht auf und gucken sich alles mögliche an. Finde ich echt sehr, sehr edel von euch. Vielen Dank dafür. Und ein ganz, ganz, ganz riesiges Lob an euch, dass ihr die Videos immer bis zum Ende schaut. Meine Watchtime ist hart am Steigen. Vielen Dank dafür. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wow. Wie macht er das nur? Kommt jetzt über die Kamera überhaupt kein rüber? Das sieht bei mir voll leckig aus. Das ist so ein Gummistift, aber er kann auch stehen. Wie so ein... Scheiße.